Hallo und willkommen zur nächsten Aufnahmefolge Dingsbums von. Moment. Von Rogue Legacy. Sorry, ich habe gerade irgendwas vom Tisch geschmissen. Ich kann ja auch mal ganz kurz sagen, was das war. Das ist mein. 3DS und mein Handy, die ich nämlich auf meinen Mikrofonständer legen muss, um, damit er ein bisschen Gleichgewicht hat, weil der ist viel zu klein für mein Mikrofon. Und sonst wird er immer umkippen, wenn ich da nichts als Stabilisation drauflege. Deswegen benutze ich gerade dafür Mikro und Handy. DS und Handy. Und ja, jetzt habe ich genug erzählt und jetzt probieren wir es mal, hier weiterzukommen. Was haben wir für einen Zauber? Die Axt, okay. Zaubern als Verbal ist immer so eine Sache. Oh, cool. Das Axt-Ding. Ach, immer lässt man so eine blöde Zahl stehen. Aber 400 Gold, naja, ist auch nicht das Schlechteste. Ich glaube, ich habe noch nie etwas bei dem gewonnen, oder? Ich achte nur darauf, wann schießt er das nächste Mal und nicht, wo ist der letzte Schuss. So. Au. Und... Auf ihn möchte ich gar nicht lang. Das sieht schon so nach Stacheln aus. Yep. Dachte ich mir doch. Oh, und das ist wieder dieser dämliche Timing-Raum. Ach, so geht's doch. Dann gehen wir mal nach dort unten. Ich hab's vorhin noch gesagt. Naja, ein Hähnchen regeneriert bei mir 60 Leben, deswegen stört's mich gerade nicht so ganz. Bitte. Danke. Und jetzt nach... Na, egal. Jetzt habe ich das da übersehen und das habe ich gerade verschwendet. Aber jetzt finde ich hier einen Haufen Geld, den ich mitnehmen kann. Und dann versuchen wir mal endlich die Hölle zu finden. Oh cool, Riesenraum voller Gegner. Allen möglichen und einer Kiste. So mag ich meine Räume. So kann meinetwegen hier oben jeder Raum sein. Ja. Die Betonung liegt auf hier oben. Da unten werden mir dann solche Räume doch vielleicht ein wenig zu krass. Vor allem, ich finde ihn noch nicht mal einen vernünftigen Zauber. Oh, ich habe das gefunden. Gut. Au. Ja, ich mache jetzt sau wenig Schaden. Ich erinnere mich. Ach, komm, erstmal den da fertig machen. Wie ich hier einfach 1000 Projektilen ausweichen muss. Geht doch. Danke. Ein Level und direkt halb tot. Barbar hier unten ist echt nicht mehr OP. Ach, und noch so ein Mistviech. Guck einmal. Danke. So. Ah. Aber immerhin, wenn ich mal Fleisch finde, dann richtig. Das Tolle, der verliert zwar auch schneller Leben, aber der hat auch viel mehr und regeneriert sie viel schneller. Das ist das Wichtigste. Komm. Aber so ein bisschen nervt mich gerade mein Hypergonadism, oder wie das heißt, dass ich die Gegner so weit zurückschlagen kann. Komm. Au. Vor allem, weil mich Mini-Schleime nerven. Der ist stark, glaube ich. Aber nicht, wenn er durch eine Wand werfen muss.
Wurfsterne machen sau viel Schaden. Was? Hier ist der normale Eingang. Okay. Und tschüss. Ui. Frag mich immer noch, ob das gewollt ist oder ein Bug, dass die, naja, halt so verbunden sind auf diese Art und Weise. Also die verschiedenen Gebiete. Ich lande auf dem Ding. Da. Komm. Okay, gucken wir da unten. Ach, Riesenschleim. Ich freue mich. Komm hier hoch. Ui. Und nochmal hier hochspringen. Das ist gerade die beschissenste Position, um einen Schleim zu bekämpfen. So. Kannst du bitte aufhören zu brennen? Danke. So. Ich überlege gerade, ob ich wirklich Destify skillen sollte. Ich meine, ich habe es bis jetzt nicht ein einziges Mal bekommen. Zugegeben, 1,5% ist jetzt nicht allzu die super, mega, ultra hohe Chance, aber... Selbst vor dem Hintergrund, dass ich eine Chance von 1,5% habe, habe ich es selten bekommen. Oder habe ich überhaupt... Ja, 1,5%, wenn ich es komplett hochgeskillt habe, 15%. Und hier ist gerade eine Fairy Chest in diesem Raum versteckt. Oh, ach so, da muss man klein sein. Ja, yep, ich sehe es. Gut. Und ist auch gar keine versteckte, sondern nur eine unerreichbare. Wenn es versteckt wäre, wird die nicht ausgemalt sein auf der Karte. Wieso schaffe ich es eigentlich bei diesem Spiel so auf die Karte zu achten? Und bei anderen achte ich so gar nicht da oben auf die Ecke. So, wir haben den Bossraum wiedergefunden. Und ich überlege gerade, ob wir jetzt hier noch weiter erkunden oder einfach jetzt zu... Wie ich gerade fast dafür sorge, dass sie zu mir hochkommt. Einfach... Komm. Hab ihn besiegt. Ich kann ihn einfach mal da verwacken. Perfekt. Hm, ich glaube, ich soll zurückgehen. Au. Ach, Mano. Okay. Besten. Komm. Wo kann ich... Dort. Dort wird bald der Wald kommen. Dort kann ich mich dann wieder voll heilen. Jedenfalls in der Theorie. Perfekt. Alter, fast 4000 Gold. Warum haben wir fast 4000 Gold? Ah, hier ist der Wald. Wenn wir Glück haben, finden wir jetzt hier auch noch den Bossraum. Oh nö. Bitte nicht diese Wagen. Ja, ich kann sie one-hitten und das heißt Baba. Das ist cool. Wie ich am Anfang einfach solche Probleme im Wald hatte. So. Oh. Oh. Geht doch. So, den habe ich erwischt. Den ziehe ich mal kurz hier rüber. Bring dann über ihn rüber und schlage ihn von hinten tot. Alles klar, dann kann ich jetzt zurückgehen. Guck gerade ehrlich gesagt, dass ich hier auf die 6000 komme. Dann kann ich mir diese letzte Drachenklasse freischalten da. So, oder ein Gold-Upgrade. Aber ich glaube, ich würde da sogar
die Drachenklasse schnappen, weil früher oder später möchte ich die haben. Einfach mal, um sie auszutesten und, naja, wann finden wir nochmal so viel Geld? Oh, ja, indem wir beispielsweise einen Bossgegner besiegen. Nur so als Beispiel. So. Oh, jetzt ist er wütend. Ich muss einfach nur aufpassen, dass er die Knochen nicht auf mich wirft. Alles klar. Passt perfekt. So. Dann gehen wir nach rechts rein. Take no damage. Ah. Nein! Ernsthaft. Ich springe einfach mal in die Stacheln, ohne dass... Also eigentlich, ich hätte ja gar nicht mehr... Ich konzentrieren muss, ich hätte einfach nur noch ein Stück weiter nach vorne gehen müssen. Okay, ich bin tot. Komm. Ich hoffe gerade, dass ich den Bossraum finde. Aha. Parodus. Okay, mit dem komme ich auch noch klar. Er sollte nur mal ein Stück hier rüberkommen. Gut, hol ich halt so. Komm. Okay. Wir können uns das Drachending doch nicht leisten. Ah, der hätte jetzt zu Parodus gepasst. Okages Spelunker Paladin. Ach, nehmen wir uns den schwulen Mini-Spelunker. Also schwul im Sinne von seiner Eigenschaft. So. Das werden wir zwar niemals bekommen, vermutlich, aber wir haben es uns gekauft. So, hier kann ich mir definitiv nichts holen. Die kosten alle 2100. Und hier kann ich mir so... Doch, den hier kann ich mir kaufen. Sonst noch irgendwas? Nein? Nein. Okay, dann kaufe ich mir den Guardian-Helm. Und lege hier mein Sage-Sword an. Jetzt mache ich genau 27 Damage. Das reicht nicht mehr, um die billigsten Gegner zu besiegen. Aber ich habe einen riesen Goldbonus. Wollen wir es doch einfach mal wagen. Wo sind die Thronen? Ach, alle da rechts. Gut. Yep, dachte ich mir. Ich kann nicht mal mehr die Gegner hier am Anfang vornehmen. Und sammle dafür allerdings wie viel extra Geld? Ich sammle mal eben fast doppelt so viel Geld, wie wir eigentlich bekommen. Okay, das garantiert sich dann schon. Irgendwann ziehe ich mir einfach mal die gesamte Sage-Rüstung an, alle Bounty Wounds und was gibt's da sonst noch alles? Ach ja, natürlich die 5 Gold-Sammel-Upgrades. Dann müsste man auf 25 Gold kommen. Ich glaube, das habe ich schon 1000-mal ausgerechnet. Ach, ich bin sowieso voll mit Mana. Ah. Okay, immerhin habe ich noch meine Crits. Dadurch kann ich wenigstens noch, wenn ich Glück habe, one-hitten. No looking. Wow. Im Prinzip nur... Es ist eigentlich nur dann noch eine Herausforderung, wenn man den Dash noch nicht hat. Wobei es auch da möglich ist, denn man kann halt so sich nach hinten fortbewegen, wenn man im Schlagen... Also wenn man erst schlägt und dann lenkt, dann wird man vom Spiel... Also dann wird man nicht umgedreht. Funktioniert, wenn man es funktioniert allerdings nicht, wenn man erst lenkt und dann schlägt. Dann guckt man immer, also wenn man sozusagen, ja, ergibt ja auch Sinn, aber man muss halt immer aufpassen, wenn man es unbedingt drauf ankommen lässt, dass man auch wirklich dann nicht im falschen Moment schlägt, lenkt oder was auch immer macht. Da will ich rein. Wo war das coole Lied? Die einfach immer in der gleichen Reihenfolge kommen. Hallo? Ich hab grad mal überlegt, so ein komischer
So ein komischer, wie heißt es denn, so ein Diamanter wird uns jetzt, glaube ich, 500 plus 90% Bonus, macht von 500 dann 450, da wird uns 950 Gold geben. Ja, wir sind vom Geldsammeln arg übertrieben, allerdings, können wir sogar gegen die Gegner hier am Anfang wenig ausrichten. Aber da hinten sind 1000 Runen, die ich gerne haben möchte. Ach, komm her. So. Die habe ich ja auch noch. Komm her. Oh, ich kann auch hier oben durch übrigens. Fällt mir früh auf. Dort oben. Den werde ich fertig. Solange hier jetzt nicht noch irgendwo ein falsches Gemälde ist, dürfte es das gewesen sein. So, dann wollen wir mal da ganz schnell wieder raus. So. Au. Gut, für 2 Truhen habe ich das gerne in Kauf genommen. Ich meine, guck mal, wir haben jetzt schon fast genauso viel Geld, wie der andere gerade hatte und wir sind noch nicht mal aus dem Schloss raus. Und ich übersehe ständig diese Wege, wo ich jetzt als Kleiner durch kann. Also im Prinzip der einzige Grund, weswegen ich den genommen habe. Wo geht's denn hier weiter? Ach, da oben. Oder da unten. Gehen wir mal nach unten, da ist ein Fragezeichen. Und zwar in erreichbarer Nähe. Ja, aber es ist kein Charon. Das erkennt man. Man kann so viel sagen, wenn das Frage... Also wenn der Eingang zum Raum unten ist, dann ist es höchstwahrscheinlich ein Endboss. Wenn der rechts... Also wenn der links oder... Ja, links oder rechts ist, ist es ein Minispiel. Und wenn er... links und rechts ist, also wenn es ein Gang ist, ist es entweder ein Heilstein, Charon oder die Jukebox. Und in allen Fällen kann es auch noch einfach nur eine Story sein. Und weil ich schon mal hier bin, gucke ich da schnell rein. Ja, Story. Ich zwar eigentlich mitnehmen wollte, aber jetzt doch nicht, weil bin zu voll wieder umzudrehen. Alles klar, dann würde ich gerne mal da rechts vorbeigucken. Licht. Fähigkeit ist so sinnlos. Super. Ach, hier ist jetzt gerade ganz am Ende. Komm, ich lock den gerade mal kurz hier hin, damit ich ihn von hier aus erledigen kann. Danke. Ah, okay. Den kann man einfach ausweichen. Und jetzt... Geschafft. Alles nur für so ein bisschen Gold. Und wir sind schon bei 19 Minuten. Hm. Ich werde zwar gleich sowieso sterben, aber ich beende trotzdem jetzt an dieser Stelle mal die Folge, für den Fall, dass ich wieder erwarten, doch noch lange überleben werde. Bis morgen. Tschüss.